Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Multiplayer-Let's Play hier in Vossdorf. Wieder dabei ist der Blue Eyes Micha. Moin, Hilfe! Und der Esel Zock, der Olaf. Ja, moin. Ich hub mal SOS. Was ist passiert? Ich komm nicht weiter. Ich schieb mal vorsichtig von hinten. Ich bitte darum. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Frank. Entschuldigung. Oh, alles gut. Spätestens ich hätte dich jetzt spätestens runtergeschoben. Bin ich nun auch da. Schneiden wir raus. Ja, schneiden wir raus, genau. Ich glaube, ich mache mir meine ganz sanft Haarhilfen ran. Ran ist auch gut. Jetzt kommst du aber rein. Warte, ich fahre mal an dir vorbei. Ja, und dann schieb mal von hinten. Immer dieses von hinten schieben. Muss das sein. Wir hätten wirklich, wir müssten glaube ich wirklich noch von diesen Hakenlift heraufpacken. Das wäre glaube ich gar nicht mal so schlecht. Eine Idee, sagst du. Ja, gerade so für jetzt, ne? Ja. Alter, jetzt hänge ich hier selber fest. Das gibt's aber nicht. Fahr da gefälligst hoch. Gibt's doch nicht. Da hänge ich schon wieder fest. Das ist ja. Hey. Ja, warte, ich komm schon. Okay. Geht? Ja, gut. Ja. Ups. Ja, gleich zum Anfang mal ein klein bisschen. Bisschen Fehler einleiten. Muss so sein, das gehört so. Meinst du? Ja. So, wer hat mir meinen rechten Schrotzfänger geklaut? Das war Olaf, ich hab's gesehen. Links habe ich einen dran, rechts nicht. Ja, wo die angehen. Ey, ich hatte die ganze letzte Folge gar keinen. Ey, entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade. Da stand nur an und abmontieren. Ich habe ja nicht gewusst, dass er das nur auf einer Seite macht. Eventuell. Aber ich will da keine Verdächtigen aussprechen. Also, Anneliese Friederike ist auch dafür bekannt, dass sie das ein oder andere so im Nachgang. Ja, aber die würde doch deswegen jetzt nicht mit Nico nach Vossdorf fahren. Ach, die ist hier öfter mal bei mir zum Kaffee trinken. Ich verstehe mich ja gut mit ihr. Eieiei. Ja, vielleicht kam ja meine. Gestern kam ja meine Entschuldigung. Vielleicht hat sie die ja gehört. Ja, sie hat sie gehört, aber sie sagte mir, sie ist noch leicht zwiegespalten. Ich habe natürlich ein gutes Wort für dich eingelegt, aber ob das hilft? Ja. Wir schauen mal. Ich hoffe. Sonst muss ich mir doch noch einen anderen Arbeitsbereich suchen. Eine andere, ganz andere Arbeitsbranche. Muss ich doch noch mal den LKW aus der Garage holen. Ja, dafür bist du ja viel zu gerne Landwirt. Ja, aber ich will ja auch nicht mit Fackeln aufs Dorf vertrieben werden. Ach, da wärst du dich schon. Du musst ein bisschen deinen Charme spielen lassen. Da klappt das schon. Charme habe ich nicht, ich habe nur Scherben und Melone. Kommst vorbei, ich gebe dir eine Runde Charme ab. Also Charme habe ich ganz viel. Wo soll das hinführen? Grüße gehen mal raus an Anneliese Friederike. Auch von mir und auch nochmal mein tiefste Entschuldigung aus tiefstem Herzen. Ich werde mich bessern. Das werden demnächst auch, wenn ich Feldarbeit verrichte, die an Straßengrenzen, werde ich demnächst auch Ampeln aufbauen, damit sowas gar nicht wieder vorkommen kann. Du musst es ja nicht wieder betreiben, also keine Ampel, du musst den Leuten nur nicht so penetrant knapp vor die Karre fahren. Hättest du ihr freundlich gewunken, gesagt, bitteschön, gnädige Frau, hättest du nochmal freundlich mit der Lichthupe
Denn da war Nummernschilder dran, wenn an den Autos hätte ich sie ja erkannt. Ja, stimmt, du bist noch neu. Also du, sonst erkennt man sie sofort. Die ist ja quasi bekannt wie eine bunte Kuh. Nee, bunte Katze. Irgendein Tier war bunt. Ja, gut, das kann sein. Also die, aber ihr lernt euch noch kennen, glaube ich. Aber ohne die, also die entscheidet alles im Dorf, ne? Das ist so eine graue Eminenz. Mit der musst du dich halt wirklich gut stellen. Und dann läuft das. Na, wenn du da mal irgendwelche Sachen, ja, das war ja auch bei mir. Ich weiß nicht, ob du das damals schon mitgekriegt hast. Da war mir über Nacht, war mir in Bandiku ja mal so eine Silage-Verkaufsstation, also so ein Kraftwerk gebaut worden. Das hatte der Bürgermeister über Nacht entschieden. Das ist auch nur, weil Anneliese da ein gutes Wort eingelegt hat, nicht? Okay. Ohne die... Ja, die mit der Verkaufsstation, das hatte ich damals mitbekommen. Und ohne die geht nicht. Mal einen Keks backen, mal ihre Kekse essen und wenn du einen Keks von dir kriegst, auch mal sagen, die sind lecker, egal ob das stimmt oder nicht. Wenn sie dich zum Kaffee und zum Likörchen einlädt, auch mal ein Likörchen mehr nehmen. Entschuldigung. Alles gut. Das sind nur jetzt mal so Tipps, nicht? Hört wie noch ein. Zum Tee habe ich sie ja gestern eingeladen. Mal gucken, ob sie das annimmt. Das kann sein. Bring ein paar Blümchen mit. Schön hier Pralinen, aber die Guggen. Ja, okay. Der Michael ist wieder auf dem Weg zu mir. Ich fliege. Ja, ich seh's. Denk dran, mach das nicht so wie ich, aber du kennst dich hier eh besser aus. An der Tour ist schon fast ein 2, also. Ja. Muss da auch mal ein bisschen ausdengeln demnächst. Ach so, was mir noch einfällt, ist auch ganz wichtig, Frank, ne? Immer mal den Hof ein bisschen fegen, weil wenn sie mal so vorbeikommt, die guckt auch gerne immer mal, ob das alles ein bisschen sauber ist und so. Also nichts irgendwo stehen lassen, das ist auch immer ganz hilfreich. Da muss ich ja dann noch einmal sauber machen. Einmal richtig schön Frühjahrsputz im Winter. Das sah gut aus. Was? Ja, alles gut. Will ja ganz fliegen. Hilfe, ich lass diese blöde Frontgewicht jetzt erstmal stehen. Darum bleibt grundsätzlich hängen. Versuchen wir eine Runde ohne. Sowieso so ein übertriebenes Teil. Was sowieso sehr komisch aussieht, weil. Nicht wahr? Hätte ja auch das Minion-Gewicht nehmen können. Gott bewahre. Und mit so einem Kinkerlitzchen würde ich auch in Bandico gar nicht anfangen, das wirft dich wieder zurück. Minion-Gewichte, was ist das? Kann man das essen? Wäre vielleicht manchmal ganz hilfreich. Aber ich möchte mir das jetzt auch nicht verscherzen mit den Leuten, die Minions... Die sind ja bestimmt auch lustig oder so. Ich weiß das nicht, weil dieser Hype jetzt an mir irgendwie vorbeigegangen ist. Ich weiß gar nicht, wann das losging, aber jetzt auf einmal waren die ja überall. Ja, das stimmt allerdings. Also. Aber ich fand es von Anfang an gut, dass, also wie gesagt, als es da diesen Hype um die Minions noch nicht gab. Die halt in diesem ersten Teil ich einfach unverbesserlich oder wie doch ich einfach unverbesserlich war es genau. Okay. Halt die, ja, da tauchen sie ja sozusagen das erste Mal auf, dass die jetzt halt einen eigenen Film haben und das alles, das ist ja eben wohl, weil sie so gut angekommen sind. Aber ja, ist ja auch völlig okay. Aber wie viel haben wir denn jetzt hier drin überhaupt? 83%. Oh. Gut. Ja, da werden wir wohl das Feld nicht mehr komplett reinkriegen. Ja, mach ja nichts. Haben wir noch genug Silos? Ja.
Ja, ich plädiere sowieso mal, das Bauunternehmen irgendwann zu beauftragen, da die Silos etwas zu vergrößern. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Ja. Sollen wir vielleicht für Olaf auch gleich sagen, dass sie das Tor rausbauen sollen? Nee. Das bleibt nicht, schön. Nicht, dass wir die nochmal rufen müssen, um das wieder heil zu machen. Ja, geht auf Dauer ins Geld, ne? Ach, das dengel ich selber aus. Fährst von einer Seite nochmal gegen. Ja. Oh, das war ein Stück zu viel. Ich komme noch von der anderen Seite. Ja, fahren einfach zu zweit von der beiden Seiten drauf zu. Und dann geht das Tor von der anderen Seite und halt dagegen, genau. Nee, das. Jetzt weiß ich es ja. Mittlerweile. Micha, ich fahre, wenn er am Ende ist, fahre ich weg. Das Micha am Ende ist, fährst du weg? Nein, wenn der. Nicht, wenn Micha am Ende ist. Der Drescher, der Hexler. Ja, Micha am Ende, das ist ja. Da brauche ich nur einmal was Falsches sagen. Also, dann bringe ich nicht wieder zum Wein. Nee, hab ich vor. Auch jetzt, siehst du. Ihr macht euch über mich lustig. Ich mach mich überhaupt. Du sagst der Anneliese. Nein! Ich glaube, die kommt auch noch heute auf. Nein. Sie verreist nicht mehr so gern. Also, Vossdorf und Bantico, das ist noch okay, aber viel weiter reist sie nicht mehr gern. Seit ihr seliger Mann nicht mehr ist, weißt du. Die sind ja früher viel gereist. Ich durfte ihn hier noch kennenlernen kurz. Na, da. Vorsichtig runtergeschoben. Ah, was sagt der Füllstand jetzt? 92%. Ja gut, okay. Also ich glaube, ich fahre mal nächsten Anhänger dann schon ins nächste Silo. Ja, Micha wird den letzten Rest hier wohl auch nicht mehr reinkriegen. Na, schauen wir mal. Ja. Bisschen, wenn du es verdichtet, wäre das eh noch wieder ein bisschen runtergehen, der Füllstand, aber ganz auf 100% wirst du den eh nie kriegen. Solange 100% verdichtet ist überall. Ja, also. Ist das schon. Diese so 99%, die 100 erreichst du ja insgesamt eh kaum. Ey, eben. Also. Aber wenn du lokal überall, ja, aber. Sagen, wenn du lokal überall 100 hast und dann Gesamtverdichtung bei 99 oder 98 reicht das ja. Ja. Nicht, dass wir das dann mal wieder ausbaggern müssen. Nee, das wäre nicht gut. Nee, aber so, also Lokalverdichtung ist überall bei nur 100%. Also alles gut. Wollen wir mal kurz aufsteigen. Einmal den beiden hier bei der Arbeit zu gucken. Ja, der Blue-Eyes wird auch demnächst noch öfter bei uns sein. Hat momentan eine Praktikantenstelle bei uns angenommen, weil ihm das beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat. Es sei denn, die Zuschauer schreiben jetzt rein, bitte in die Kommentare, nee, den wollen wir nicht, dann... Ach, das wird wohl kaum passieren. Dann nennen wir dich anders. Blackwater.
Oh Mann. Nee, aber das erzählen wir natürlich, das erzählen wir dann keinem, dass wir ihn dann anhaben. Genau. Ich habe keine Rundumleuchten. Ich vergaß. Kannst du da anbauen, oder? Ja, das ist mir zu kompliziert alles. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Ja. Ich muss sowieso mal sagen, diese... Ja, nee, und alles Quatsch, aber dieses Rundumleuchten auf Stepper, das hat es früher alles nie gegeben. Also bei manchen wären mir lieber, die wären gar nicht drauf, weil ich halte das für gar nicht so. Also früher in meiner habe ich gehabt, wenn die da mal eine gebraucht haben, hat man sich da eine angezwirbelt, so mit Band oder Tesafilm, hätte ich bald gesagt. Aber dass heutzutage jeder Schlepper unbedingt gleich Rundumleuchten drauf hat, weiß ich gar nicht. Ich meine, wenn das jetzt so ein Class Serien 4500er ist oder so, da kann ich es ja noch nachvollziehen, aber der hat ja dann doch schon eine gewisse Größe erreicht. Der passt ja kaum noch auf die Straße. Ja. Aber ich sag jetzt mal so bei so einem kleinen Case, wie ich den hier jetzt habe, das ist jetzt klein, aber normal. Da ist ja noch eine. Ich habe sogar zwei Rundumleuchten, also eigentlich könnte ich ja noch eine abgeben. Ja, nee, lass mal. Das kann ich ja gar nicht annehmen, kann ich das ja nicht. Und von hinten, wenn ich jetzt, wenn man jetzt ehrlich ist, wenn einer hinter mir fährt, sieht er die so oder so nicht durch die Riesenladewand dann. Ja, wie gesagt, ob das alles so. Ja, wie muss ich sagen, dass er diesen. Alt! Ja. Ach komm, 6% hier. Wo irgendwo ja, hingehen. Ja, ich will ja auch. Deswegen fahre ich ja schon immer wieder, dass ein bisschen mehr reinpasst. Aber. Na, was soll der Geiz? Gut, sagen wir jetzt einfach mal, der ist voll. Dann ist er ja auch sozusagen. Verdächte dir noch ein Bild noch gut und dann kannst du hinzudenken. Jo, zu Befehl. Wie viel Feld ist da noch nah? Ein Viertel. Und habt ihr denn schon eine grobe Arbeitsplanung, was das nächste so ansteht? Also nach dem Maisfeld würde ich sagen, geht es in die Rapsernte, beziehungsweise Sonnenblumenernte. Müssten dann ja auch bald reif sein. Weil wenn wir hiermit fertig sind, ist sowieso Schlafenszeit, dann spät genug, dann warten wir auf den nächsten Tag. Und dann müssten die Felder soweit fertig. Weil irgendwann ist ja Tiere sich auch mal geplant. Aber mein Favorite im LS ist natürlich immer so alles, was mit Tierhaltung zu tun hat und so. Ja, die kommen auf jeden Fall. Wir müssen irgendwie noch Stroh zusammenkriegen, dass wir auch Stroh für die Tiere haben. Weil ohne Stroh bringt es ja auch nichts. Dann sollten wir vielleicht aber nicht mit Sonnenblumen anfangen, sondern mit irgendwas, was Stroh bringt. Ja, wir müssen gucken, wo noch irgendwas gepflanzt ist. Weil wir haben natürlich jetzt Sonnenblumen und Raps gepflanzt. War jetzt vielleicht auch... Manager jetzt gesehen nicht so intelligent. Ja, Intelligenz ist jetzt auch nicht, steht auch nicht in unserem Firmennamen, ne? Ey. Also. Ist auf der 1 nicht? 1 und 2, das ist doch Gerste, oder? Oder sind das wieder Zuckerrüben? So zwischen Zuckerrüben und Gerste habe ich manchmal meine Schwierigkeiten. Moment. Feld 1 und 2. Nee, das ist Gerste. Ja, das ist Gerste. Dann können wir die als nächstes mal, weil die bringt ja Stroh. Ja. Zuckerrüben wäre die 10. Also nur mal so als eingeworfenen Vorschlag. Ist natürlich eure Entscheidung. Ich bin ja nur Praktikant. Ja, aber das ist... Aber Micha, mal als wenn... Also, ja, die Farbe ist halt sehr identisch. Du kriegst das aber, wenn du dann einmal zurückklickst auf das Wachstum, wenn es denn halt schon gereift ist, würde es halt dann den Unterschied sehen, weil bei der 10 das auf erntereif steht und nicht grün ist. Genau. Also, wenn du reife Felder hast, wo du das gerade nicht unterscheiden kannst, dann kriegst du ja, wenn du...
Wenn du auf der Kartenansicht bist für die Fruchtsorten. Ich zeig das auch mal eben. Ich habe jetzt das Wachstum, aber ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen 10. Ach ja doch, ja klar. Weil 10 muss ja Kraut entfernt werden, ne? Genau. Super Idee. Fällt oder super Einwand. Perfekt. Mir gerade so beim Zurückswitchen eingefallen und dann habe ich das gerade selbst gesehen und gedacht, das muss ich mal eben einwerfen. Ja, super. Das ist super. Super. Ah. Dafür ist eine Agrargemeinschaft auch da, um sich gegenseitig zu unterstützen. Nee, stimmt, da muss ja das Kraut. Ah, ja, genau. Nee, aber dann könnte man ja fast als nächstes sagen, hier irgendwie die Gerste wegzudreschen. Und das hinterher an Ballen zu pressen und damit halt für die Tiere einzustreuen. Man braucht ja nicht mit allen Tieren direkt anfangen, aber so vielleicht Kühe, Rinder, Schweine oder so. Ja, und Schweine brauchen wir dann ja auch relativ, dann können wir auch, wenn wir gerade schon bei Feld 10 mit dem Kraut entfernt sind, könnten wir uns auch gucken, dass wir dann noch ein paar Futterrüben reinkriegen. Ja. So. Wir können übrigens auch Rüben für die BGA als Energierüben nehmen, ne? Ja, das können wir uns da noch einen schönen Haufen hinlegen. Boah, okay. Das wird einfach weiter. Aha, er hat Haufen gesagt. Oh Mann. Gute Leute. So. Aber ich würde sagen, wir haben auch schon eine gute Länge erreicht. Habe ich auch bei BGA angefangen, dann höre ich auch bei BGA wieder auf. Im nächsten Part machen wir dann den Rest des Feldes. Und dann geht es in die Gerste, die eben beschlossen. Ja, hört sich gut an. Dann möchte ich an dieser Stelle allen Zuschauern nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ja, ich natürlich auch. Ich schließe mich an. Und dann sage ich, ja, danke fürs Zuschauen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Bei mir oder bei Micha. Nächste Folge ist dann wieder bei Olaf. Am Freitag, dann schon im neuen Jahr. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, tschüss.